So, toll. Na komm. Hi, hallo. Ist andersrum. Ja. Ach so. Ja, ich kann es auch nochmal. Dann fahren wir nochmal also vorne. Ist das nicht? Ach. Hi. Hallo, wir haben es geschafft. Nach gut, wie viele Stunden sind wir unterwegs gewesen? Halb neun bis um fünf. Bis um, 17 ja. Uhr. Haben wir unser Tagesziel heute erreicht. Wir sind bei Cesena auf dem Agriturismo La Stadera. Zwischenstation für heute Morgen geht es weiter. Zu dem Agriturismo, ja, schöner kleiner Campingplatz, überschaubar. Wir sind hier fast alleine. Da vorne oben steht noch ein Schweizer Wohnwagen. Schöner Platz, schöne Anfahrt. Schön in der Natur. Waren so schmale Straßen, liegt ein bisschen höher, man kann hier schön runter ins Tal schauen, schöne Gegend. Ja. Haben wir eigentlich schon angestoßen? Prost! Wichtigste vergessen. Prost! Prost! Das ist ja das Wichtigste, dass man gesund ankommt. Die Autobahn war okay. Apropos gut gefahren, Verkehr ging. Wir haben eigentlich keinen Stau gehabt. Wir sind relativ zügig schön durchgekommen. Ja. Also Fahrt war gut. Mehr geht morgen geht es weiter. Bin mir noch nicht sicher, sollen wir verraten, wo es hingeht? Eigentlich haben wir noch nie gesagt, wo es hingeht. Ne? Nee, sehen wir doch dann morgen. Wir sehen morgen, wo es hingeht. Genau. Bis dahin erstmal. Wir lassen es uns jetzt Salute. Gut gehen. Wir gehen nachher hier schön essen. Nachher gibt es da oben Essen. Genau. Keine Pizzeria, sondern richtig schöne, traditionelle, italienische Bauernküche. Okay. Prost. Dann, bis dann. Ciao. Immer so eine kurze Aussicht auf unseren Stellplatz. Hey, morgen. Die Nacht hier war absolut ruhig. Also doch heute Nacht, das war mir ein Tier gehört, was immer das war. Kaffee kocht, das Abendessen da hinten im Restaurant gestern hatten wir uns ein wenig anders vorgestellt. Zumindest ist die Hälfte der mitreisenden Personen. Da wird gerade gejagt. Also, die Hälfte der mitreisenden Personen hatte sich unter dem bestellten Speise etwas anderes vorgestellt, war dadurch ein bisschen enttäuscht. Wasser da oben in dem Ablution-Block ist auch warm. Gut geduscht ist ein gleich noch schönerer Morgen. Hallo! Habt ihr gehört, gut geduscht? Mache ich auch gleich. Nach dem Kaffee. Auf die erste Kaffee des Morgens. Das ist unser Frühstück. Wir machen das dann später unten in Ancona. Da gibt es was Gescheites. Buongiorno. Kollega. Okay, grazie. Links? Wie? Wir sind auf der Hellenic Spirit auf dem Weg nach Patras. Abfahrt war gegen 17 Uhr in Ancona und morgen Nachmittag, 15, wahrscheinlich eher 16 Uhr, kommen wir in Patras an. Und was gibt's? Hey, hör mal, wie das hier windet. Mega. Ja. Also ich hoffe, wir können hier gut schlafen. Mal schauen, ob es hier ein bisschen ruhiger ist. Der Tee ist gerade hier unten auf dem
Camping an Borddeck. Ich habe eben schon mal eine kleine Runde gedreht. Hier pfeift der Wind ganz ordentlich rein. Bin mal gespannt, wie sich das heute Nacht hier auswirkt. Guten Morgen, wir sind jetzt hier immer noch auf der Fähre, fährt auch noch, Fähre fährt. Wir sind kurz vor Igoumenitsa, es ist jetzt 20 nach 8. Wir haben eine nicht ganz so ruhige Nacht hinter uns. Ich war bei diesem Camping an Bord und Open Deck. Wahnsinnig windig, stürmisch, dass der Wind massiv an unseren Planen gezerrt hat. Dass wir gesagt haben, nee, wir machen lieber zu und haben dann das Dach zugemacht und in diesem kleinen Abstand, das sind 40 cm oder was, geschlafen. Das ging überraschend gut, war allerdings sehr, sehr warm. Wir waren vorhin am Hafen von Igoumenitsa. Hi. Frühstück. Genau. Du bist zu sehen, glaube ich. Egal. Muss auch mal sein. Für die Aufzeichnung, weil ich gerade da vorne auf. Es ist jetzt griechische Ortszeit, 15:45. Wir haben wieder Boden erreicht. Wir sind angekommen, endlich in Griechenland. Wir sind jetzt hier auf dem Camping Zonis in der Nähe von Lampiri. Fähre. Ich meine, wir waren auf einmal waren wir da gefühlt. Wir haben natürlich auch nicht dran gedacht, dass wir eine Stunde Zeitverschiebung haben. Wir quatschen, haben ein nettes Schweizer Paar kennengelernt, auch mit dem Hilux und einer Kabine drauf. Wie heißen sie? Philipp und Rita aus der Schweiz, aus Solothurn. Mit denen haben wir uns ein bisschen verquatscht und auf einmal waren wir im Hafen. Und überraschend schnell war die Fähre auch leer. Jetzt sind wir zack, zack, zack. Keine halbe Stunde waren wir draußen. Ja. Und jetzt sind wir da. Richten haben wir uns jetzt gerade ein bisschen eingerichtet. Schöner Platz direkt. Es gibt jetzt erstmal einen Ankunftszeiter. Prost, Frau Fricke. Prost. Nein, nicht die Fähre. Nochmal. Also wir hatten so viel Wind auf der Fähre, als wir losgefahren sind, dass wir ein bisschen Sorge um unsere Planer hatten. Oben in dem Stoffdelta, was wir da haben. Wir gesagt haben, nee, bevor uns da was kaputt geht, da was ausreißt. Und es war auch laut, weil das schlackerte da kräftig hin und her. Der Fred wackelte, weil der Wind da drin nicht gefangen hat. Wir machen lieber mal zu. Und haben dann in diesen, was sind das, 40 cm? 40 cm Luftraum über der Matratze haben wir geschlafen. Das ging überraschend gut. Einzig, es war warm. Es war richtig lecker warm da drin. Ja, wenn es mal richtig kalt ist, glaube ich, ist das das Ideale. Wenn es kalt ist, ist es kuschelig. Ja, ist das Ideale. Man muss sich so ein bisschen überlegen, wie man da rein und raus krabbelt, weil mit groß drehen funktioniert. Du kannst also in eine Richtung rein, bräuchte ich es am besten. Umdrehen geht dann noch, so von Bauch auf Rücken. Aber ohne anzutitschen. Noch spannender ist das raus, dann krabbelst du halt mit der Bäuchlings rückwärts raus und dann fallen irgendwann die Beine runter und dann musst du gucken, dass du über die dicke Wampe dann da den Boden wieder erreichst und rauskommst. Das ist so, aber es hat funktioniert und das war schon auch gut. Da fahren wir halt hin.
Es sei denn, es ist überall Scheißwetter. Aber die Griechen. Dann bleiben wir hier. Die Griechen freuen sich bestimmt über Regen, nachdem das ja hier im Sommer so knochentrocken war. Ja, muss man auch sehen. Ihr erinnert euch an die Meldungen über die ganzen Brände und von daher können die das Wasser bestimmt brauchen. Das stimmt. Das war's aber jetzt erstmal.